Schwer, erkenne den Soldaten. Das können wir machen. Erkenne den Soldaten-Chat. Ohne Ding. Keine Spoiler, das Video ist neu, das kann auch keiner spoilern. Leute, mein Name ist NimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir was... Das ist die Jury. Machen die immer direkt zwei? Haben die direkt zwei? Ich glaube, die haben direkt zwei Videos gemacht. Was geht, Bro? Servus. Anusch. Servus, Bruder. Oh mein Gott. Ich kenne dich doch. Ja, ich hab's geschafft, jetzt bei euch in der Jury. Geil. Setzt euch, setzt euch. Servus, Jungs. Oh mein Gott. Prominenz, Prominenz. Wie geht's euch? Alles gut? Alles gut bei dir? Muss, muss. Alles top. Wer ist Prominenz? Kandidat von Erkenne den Magier. Hast du für uns spontan einen Zaubertrick? Spontan Zaubertrick? Ganz spontan. Ganz, ganz spontan. Ich kann gerne eine Sache versuchen. Ich weiß nicht, ob das hier bei dem Licht geil aussieht. Wir probieren es einfach aus. Okay? Okay, ich bin gespannt. Okay. Hast du immer sowas dabei? Einfach? Er zieht einfach raus, Bruder, als wäre er Standard. Vor allem, das war nicht abgesprochen, ne? Okay, warte mal. Ich mach's jetzt auch mal hier für die Kamera. Wir haben jetzt eine Karte, dürfen die Jungs auch noch nicht sehen und ihr auch nicht. So als kleine Vorhersage, okay? Ich weiß noch nicht genau, ob das jetzt gleich funktionieren wird oder nicht. Aber wir probieren es einfach mal aus, okay? Ganz schnell. Ich bin, mit dir habe ich schon gezaubert, du bist heute Bruder, zuerst. Bruder, Bruder, ich habe Angst vor sowas. Sag einfach mal stopp, wenn du Lust hast. Okay. Stopp. Okay, perfekt. Nimm die Karte, schau sie dir an, zeig sie den Jungs, zeig sie in die Kamera und pack sie einfach zurück ins Deck. Irgendwo oder? Irgendwo, du musst sie jetzt nicht oben drauflegen, alles gut. Okay. Okay, so. Normalerweise würde ich jetzt mischen, die Karte irgendwie finden, wir machen es aber ganz einfach, okay? Ich habe dir von vornherein gesagt, Bro, ich habe eine Karte weggelegt schon. Wir probieren es jetzt einfach aus. Es kann sein, es kann sein, dass ich komplett falsch liege. Nein, 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 nein. Aber auf drei probieren wir Folgendes aus, okay? Ich werde die Karte, du wirst die Karte nennen, okay, und ich werde sie umdrehen. Und entweder ich habe korrekt oder ich gehe direkt sofort die Jury verlassen. Niemals. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Nenn die Karte. Sechs Karo. Okay, ich verlasse die Jury. Jetzt wirklich Karo sechs. Sechs und dann so, ja. So Raute-mäßig. Raute-mäßig? Ja, Raute. Ist Karo, Bruder. Ich hab keine Ahnung. Karo, Karo, Bruder. Das Ding ist, sechs Karo. Weißt du, wieso das gerade so schwer für mich ist? Weil du hast die Karte sehr schnell gezogen. Wir haben gerade so ein bisschen klein spontan Eck hier gemacht. Und die Frage ist, glaubst du, du kannst deine Karte wiederfinden? Probier ich das selber einfach aus. Denk an deine Karte und sag einfach stopp, wenn du Lust hast. Stopp. Tschüss. Nein, Mann, das geht doch gar nicht. Ich hab's mir schon gedacht, dass er besser ist als Zauber und dich. Deswegen freut es mich heute, mit dir in der Jury zu sitzen. Krass. Bruder, lass mal Plätze tausch bitte, Bruder. Bevor irgendwelche Sachen auf mich machen. Er hat mich letzte Woche auseinandergenommen, ich sag dir ehrlich. Freunde, ganz wichtig, an der Stelle nochmal ein großes, großes Dankeschön für den Sponsor des heutigen Videos, nämlich Call of Dragons. Meiner Meinung nach. Digga, das hat das Ding auch gemacht, Musti. Und wir haben sehr, sehr krass bei den Zuschauern an und deswegen... Okay, erkenne den Soldaten. Ich erkenne es direkt am Blick. So, und bitten unsere Teilnehmer... Let's go! Aha, aha, aha! Der ist nicht der Soldat. Der, ich würde auch sagen, er nicht der Soldat. Sie könnte Soldatin sein, Real Talk. Er sage ich auch nicht. Also die drei links fallen für mich schon mal direkt raus. Allein vom Optischen. Die drei rechts sind für mich noch drinne. Die drei rechts sind für mich drinne. Guck mal, Digga, und ich werde 100% recht haben. Diese drei links sind, keiner von denen ist Soldat. Es wird so schwer heute. Genau dasselbe gerade. Es wird so schwer heute. Ich guck alle an. Ich dachte, what the fuck, Bruder? Es wird so schwer. Und wir haben sogar eine Dame dabei. Ja. Also ich bin ganz gespannt. Das wird richtig verwirrend. Du hast gesagt, wir sollen auf den Gang achten. Ich guck so und es passt einfach bei genug Leuten. Auf wen würdet ihr jetzt tippen? Erster Eindruck? Bruder, entweder vorne rechts. Ich bin auch vorne rechts. Vorne rechts ist auch ganz stabil gegangen. Güne! Oh mein Gott! Ein Sau! Güne ist im Video! Digga! Also, LOL! Was machst du da? Vor mir gehen, ich würde weglaufen, Bruder. Und links. Ja, kann man so noch gar nicht sagen, ne? Deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht was rum, sondern der Erste kann sich einmal vorstellen, bitte. Hi, ich bin Jim, ich bin 22 und ich bin seit dem 1.8.2018 in
der Bundeswehr. Kam es dazu? Ich bin nach der Schule, ich habe meinen Abschluss gemacht. Und dann musste ich wegen privaten Gründen irgendwie gut Geld verdienen. Und dann war in der Schule so ein Stand gewesen. Ne? Ich bin mit einem Kollegen da hingegangen, mit dem Kollegen da vorne sogar sitzt. Und er meinte dann, komm, lass mal noch fragen, was man so verdient, ne? Wie alt die Jungs sind. Habe ich gefragt, meinte er so, zwischen 1,7, 1,9 verdient man so durchschnittlich. Ne? Da meinte er, das ist guter Beruf, gutes Geld. Ausbildung ging nicht, ich musste gutes Geld verdienen. Habe ich gemacht, da war ich drin. Am 1.8.2018 war ich dann in Rothenburg gewesen. Ich musste von meiner Stadt. Es kommt mir auch vor, als würde er lügen, so wie er es erzählt. Von Bielefeld. Mit dem Bielefeld! Gibt es nicht. Zug nach Hannover. Von Hannover dann musste ich mit dem Bus bis nach Rothenburg fahren. Da wurde ich am Bahnhof direkt abgeholt mit so einem Bus. Ganz normaler Bus. Also nicht wie ihr denkt mit hier Camouflage und sowas. Nee, ganz normaler Bus. Da sitzen alle Soldaten drin. Da wirst du in so eine Kaserne gebracht halt, ne? Leerer Block. Block heißt Haus, wo alle Soldaten leben, ne? Da wirst du erstmal eingekleidet. Dann kommt irgendwann 2 Tage später kommt die Einkleidung. Du bist 2 Tage erstmal so, wie ich jetzt gerade bin. Manche Jungs waren damit, boah, das ist schon manchmal mit Jogginghose, so wie die von zu Hause rausgegangen sind. Und dann bist du erstmal 3 Monate, ne? Du bist in Rothenburg dann 3 Monate diese Grundausbildung gemacht. In der Grundausbildung ist halt strikt 6:45 aufstehen oder 6:30 Uhr, alles so, wie es laufen sollte, ne? Und dann nach 3 Monaten bin ich nach Augustdorf gewandt. Augustdorf ist in NRW gewesen, ich bin in der GFM Raumfahrt. Das kenne ich vom Namen her, Augustdorf. Da bin ich jetzt seitdem ich fertig bin, 3 Monate später. Bro, ich weiß nicht, wie das so richtig abläuft bei der Bundeswehr, ne? Aber wenn man da hingeht, dann muss man ja auch irgendwie so eine besondere Position haben, oder? Wie meinst du mit Position? Ich weiß nicht, man hat doch eine Position bei der Bundeswehr. Du kannst doch nicht sagen, ich bin bei der Bundeswehr. Man muss doch schon irgendwie eine Position haben, man muss schon einen Nutzen haben. Du gehst zum Karrierecenter. Ich war im Karrierecenter bei mir in der Stadt Piwizeide, so ein kleines Dorf ist das, ne? Nein, in welchem? Digga, Piwizeide kenne ich auch, Digga, hä? In welchem Bereich bist du tätig, meinte er? Ja, Panzergrenadier. Du kannst dir aussuchen, was du werden willst, ne? Und was bist du? Das ist alles bei mir in der Gegend. Ich bin jetzt Panzergrenadier. Also ich bin Panzergrenadier-Scharfschütze. Ich bin zur Bundeswehr gegangen zum Karrierecenter. Da kann man sich 3 Sachen aussuchen, ne? Und dann wirst du erstmal hier, wird vom Arzt so getestet, für was du überhaupt bist. Da gibt es so verschiedene Noten wie, ne? T1 ist, du bist für alles perfekt, ne? Körperlich, gesundheitlich, kannst du alles machen. T2 kannst du zum Beispiel keinen Fallschirmjäger machen oder keinen Minentaucher. Weißt du, was heißt körperlich 100% sein muss, weißt du? Kannst du das nicht machen, dann machst du halt irgendwas anderes. Was ist C4? C4 hat nichts mit tun. Was ist das für eine Frage, Bruder? Bei der letzten Folge hat einer so gesagt, C4 und dann, ja. Und bei mir war dann halt, ich wurde T1 gemustert, ne? Da musst du halt nur gesundheitlich top sein, ne? Wenn du gesundheitlich top bist, bist du T1 und fertig. Und dann kannst du dir Wunschpositionen aussuchen, was heißt Positionen, Wunschrichtungen aussuchen. Da habe ich Jäger genommen. Digga, er sieht ehrlich aus wie Güney, Chat, das ist verrückt. Er sieht 1-1 aus wie Güney. Meine Wunschrichtung, da habe ich noch Panzergrenadier und da hat der eine noch vorgeschlagen, mein Gott, ich habe mich nicht gut ausgekommen, ich offen und ehrlich, habe gesagt, ja komm, weiß nicht, Fallschirmjäger, ja gut. Ging ich die 3 Monate erstmal als Jäger rein, hast du als Jäger eine Grundausbildung gemacht und nach 3 Monaten dann bist du in die Augustdorf-Kaserne, die war dann Panzergrenadier-Kaserne. Und dann war ich in Augustdorf gewesen nach den 3 Monaten. Da muss man da erstmal klar kommen. Da kommst du in eine Einheit, wo seit 2 Monaten bei Bundeswehr oder seit 10 Jahren bei der Bundeswehr. Ne? Dann bist du da reingeworfen in irgendeine Gruppe und dann machst du erstmal alles mit, was sie machen. Da bist du erstmal nur noch eine Nummer. Du machst da erstmal gar nichts. Alles, was die dir sagen, das machst du. Nichts anderes. Du hast nichts zu sagen, sehr ruhig, wenn die sagen, du machst das, dann machst du das. Dann irgendwann machst du deine Lehrgänge, wenn die sehen, du bist sportlich. Boah, der ist aber schon sehr detailliert drin, ne? Wenn du sportlich gut sein musst, wenn du gut schießen kannst, sagen die, ja komm, mach mal das und das. Wenn du taktisch gut bist oder sowas, schicken die dich, dass du irgendwelche Lehrgänge machst, wo du taktisch gut sein musst, weißt du? Und ja, das kam, wie es kam. Dann habe ich irgendwann meine Scharfschützen-Vorausbildung gemacht. Man kann, jedes Jahr gibt es so eine, macht der Scharfschützen-Gruppenführer. Das ist ein Hauptverwill meistens, ne? So ein bisschen älterer, ne? Macht dann so ein Angebot. Alle, die mal gerne Scharfschütze sein wollen, melden sich bei mir und dann machen wir eine Scharfschütze-Vorausbildung. Das ist die Ausbildung vor. Nehmen wir mal ganz schnell 3 Waffen. Es gibt nur eins, ich würde sagen G22. Gibt es keine anderen? Es gibt bestimmt auch 1000 andere, was willst du hören? Habt ihr bei der Bundeswehr nur eine? G21. Ein Modell. Du kennst keine anderen? G22, G21. Weißt du, wie unsere Verteidigungsministerin heißt? Wir haben keine Verteidigungsministerin, wir haben einen Typen. Boris. Wie, Boris was? Boris Pistorius oder so heißt er das? Pistorius? Ah, Boris Pistorius! Digga, hat ihm einfach einen Harry Potter-esken Namen gegeben. Boris Pistorius. Ich muss schon sagen, er holt schon halt sehr, sehr tief Bruder, er aus. Weiß viel. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Er weiß viel. Aber glaub mir, er ist es nicht. Glaub mir, er ist es nicht. Er ist es auch nicht. Er ist es nicht, Brudi. Er kann viel reden, Bruder. Er erzählt. Sein bester Kumpel ist bestimmt irgendwie mal bei der Bundeswehr. Aber glaub mir, jemand tretet ganz anders auf. So, Boris Pistorius, ich bin euch offen, sowas interessiert da niemanden, ne? Der Typ ist unsere Außenministerin. Von der Leyen? Ist das die? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht, bin ich auch ehrlich.
Auf jeden Fall, dann ging es weiter, ne? Schaffst du Vorausbildung 2019 Einsatz, plus Loot Support, in Afghanistan gewesen. 6 Monate. Du warst in Afghanistan? Ich war in Afghanistan, ja. 6 Monate lang. Du machst deine Einsatzvorausbildung, ich hatte meine Einsatzvorausbildung in den Barracks. Aber ich finde auch, es hört sich anders wieder lügen. Auf jeden Fall ist nur eine so einfach so seine Blicke und seine Mimik. So eine englische Kaserne, dann habe ich meine Einsatzvorausbildung gemacht, dann bist du erstmal 6 Wochen lang oder so, ne? Machst, was du willst. Es gibt, wir hatten die Mission als Resolute Support, heißt Guardian Angel ist sowas wie, sag ich, Personenschutz, ne? Personenschutz bringst einen afghanischen oder einen deutschen Offizier von A nach B, mehr nicht. Er hat ein Gespräch mit einem afghanischen Offizier in Mazar-e Sharif oder in Kabul, wo auch immer. Ne? Hat er ein Gespräch, ganz normales Gespräch, nichts Schlimmes oder so. Ne? Du stehst vor seiner Tür, wo die gerade sprechen, alle eigentlich nicht ganz entspannt. Da kommen die afghanischen Zivilisten oder Soldaten, bieten dir Chai an, bieten dir was du willst an, alle entspannte Leute. Bist du da erstmal deine Schicht, 7, 8 Stunden, wie auch, die machen, je nachdem wie lange er braucht. Dann hat er noch Turmbewachung im Lager, ne? Im Turm sitzt du halt deine Schicht, 8 Stunden, 16 Stunden Pause. Wieder 8 Stunden, 60 Stunden Pause, eine Woche lang oder so, da guckst du nur Netflix, mehr machst du da nicht. Weil 6 Monate lang, nach 6 Monaten kam ich nach Hause, eigentlich ganz, ohne Scheiß, einfach ganz normale Arbeit, ne? Mehr ist das nicht. Okay, danke dir erstmal, also ich finde, er hat es stark vorgetragen. Ja, er hat es stark vorgetragen, er hatte viel. Ich kann auch gerne fragen, was ihr wollt. Ganz egal, was es ist, ihr könnt fragen. Er hat sich auf jeden Fall gut vorbereitet, vielleicht ist das auch, könnte auch sein. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall lass den Nächsten irgendwie hören, weil dann kann man das ein bisschen vergleichen, weißt du, von der Redensweise, wie der andere vielleicht redet, weißt du? Ja, würde ich auch sagen. Deswegen danke dir auf jeden Fall erstmal und dann machen wir mit der Nächsten bitte weiter. Ich bin Melli, ich bin SHZ 8 und seit Januar 2020 bei der Bundeswehr. Wie ich da darauf kam, ich war auf dem Bewerbertag und ich komme aus der Nähe von einer Kaserne und bin spontan da hingegangen mit einer Kameradin zusammen, also jetzt Kameradin. Und uns hat das sehr gut gepasst. Wir waren bei den Beratern direkt persönlich vor Ort. Wir haben uns auch direkt darauf beworben. Kurz danach hatten wir auch unseren Termin beim Karrierecenter bekommen. Das war in Düsseldorf und ja, dann haben wir diesen Auswahlverfahren gemacht. Der glaube ich irgendwie. Hab auch alles bestanden und dann bin ich zur Bundeswehr. Interessant. Das glaube ich hier. SAZ 8, wofür steht denn die 8? Die Verpflichtungszeit, 8 Jahre. Okay, interessant, interessant. Und wie kam es dazu? Warum hast du dich für die Bundeswehr entschieden? Ich wollte schon immer einen Beruf machen, was einfach nicht so Standard ist. Ich liebe Sport und ich wollte quasi das auch mit meinem Beruf zusammen kombinieren. Eigentlich wollte ich zur Polizei oder zur Bundeswehr. Ich konnte mich halt nicht entscheiden und ich habe mich dazu entschieden, zur Bundeswehr zu gehen, weil ich gehe gerne bis an meine Grenzen. Das habe ich auch in der Grundausbildung gesehen und ich bin auch sehr stolz darauf. Okay, stark. Ich sag, sie ist es. Shit! Musstest du mit irgendjemandem absprechen, dass du hier bist? Irgendjemanden fragen vorher? Ob ich jetzt hier bin? Ja. Ja, weil du repräsentierst ja sozusagen ein bisschen die Bundeswehr. Genau, ich habe mit ihm schon gesprochen. Ich habe ihn schon darauf erkundigt, dass ich sowas machen möchte. Und er hat gesagt, ist okay und ja, bin jetzt hier. Also, wie macht ihr das? Sie macht es richtig stark. Ich sag halt so, während sie gesagt hat, dass sie extra jemanden gefragt hat, beziehungsweise den Vorgesetzten gefragt hat, hat er den Kopf geschüttelt, sodass man das eigentlich, glaube ich, nicht fragen muss. So, gibt es da einen bestimmten Grund, weshalb man überhaupt fragen muss, ob du jetzt hier sein kannst? Ich meine, im Endeffekt kannst du ja einfach nur deinen Beruf darüber reden, warum du den möchtest. Also ist ja nichts Schlimmes eigentlich. Ich glaube, wenn man detailliert drauf eingeht, Bruder, muss man so ein bisschen aufpassen, weil du unterschreibst ja am Anfang auch so Verträge und so, weißt du, ich meine? Wegen Datenschutz. Es gibt ja überall so eine Verschwiegenheitsklausel. Deswegen kann das schon, also ich würde sagen, dass es Sinn macht. Plus, man darf auch nicht vergessen, die Bundeswehr macht auch sehr viel Werbung und so. Und dann ist deren Reputation schon sehr, sehr wichtig, glaube ich. Was sind deine Aufgaben bei der Bundeswehr? Ich bin Stabsdienstsoldat. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre dabei. Und ja, also meine Tätigkeiten sind, das nennt sich Ausbildungspass Datenbank. Das sind die Sportsachen, die ganzen IGF-Leistungen, die ein Soldat ablegen muss, jährlich. Und ich pflege da die ganzen Sachen ein. Dann gibt es AZE-Tool, das sind Arbeitszeiterfassungssachen, halt quasi mit den Stunden, Überstunden, Urlaubskartei, das nennt sich dann OKK und ja, sowas halt. Interessant. Hat das einen Grund, warum du eine Corona-Maske auf hast? Ich bin ein bisschen erkältet und ich möchte auch ein bisschen anonym bleiben, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Anonym bleiben, aber machst du jetzt bei dem Format mit? Ja, also ich wollte jetzt nicht meinen Namen richtig sagen, deswegen wollte ich eine Maske tragen und ja. Aber jeder kann dich ja trotzdem jetzt so identifizieren. Ja, nicht unbedingt. Okay. Weiß ich jetzt nicht ganz. Sie sind ja schon ein paar mehr, ne? Also. Aber sie macht es richtig gut. Ja, sie macht schon, es. Auch ihre Präsenz so, das ist schon stark.
Also einfach, dass sie so Fall stabil steht. Einfach ja, so, das hat was. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann vielleicht jemand hier ist, der einfach nur Polizist ist und auch so diese irgendwie sowas hat. Auch so ein Spezial. Ja, ich weiß nicht, ob das als Soldat zählt, weiß ich gar nicht. Was mich richtig durcheinander bringt, ist, wenn Leute so genau mit Zahlen umgehen wie er, wenn er so genau sagt, so um 6.30 Uhr haben wir abgeholt, 8 Uhr irgendwie sowas. Und bei ihr die ganzen Abkürzungen. Also ich kann mir echt noch gar kein Bild über irgendjemanden machen. Ich muss mir erstmal komplett einmal hören. Okay. Ja, dann danke dir auf jeden Fall. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem nächsten einmal bitte weiter. Also mein Name ist Abdel, ich bin 21 Jahre alt, seit 2019 Dezember 2019, habe meine Grundausbildung in Schwarzenborn gemacht und wurde dann nach Bad Salzung versetzt zu den Panzergrenadieren. Bruder, der ist Rapper, Mann. 100%, der ist Rapper, Bruder. Das Ding ist, diese Jacke, ne, ich habe die in Türkei auch gesehen, bei Gott. Er ist Rapper, Bruder. Mach mal nur kurz deinen rechten Arm so ein bisschen so. Noch ein bisschen. Das sind schon coole Tattoos, aber du bist Rapper, Mann. Nein, ich bin kein Rapper. Okay, was ist deine Aufgabe? Bist du bei der Bundeswehr? Ja, richtig. Ich bin Panzergrenadier. Das heißt, wir sind im Schützenpanzer Marder. Und da ist meine Tätigkeit der Panzervorschütze. Seit wann bist du da? Seit Dezember 2019. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von ihm, weil ich hätte nicht gedacht, dass er so authentisch ist. Ja. Ich versuche ihn ja ein bisschen zu triggern, ne? Aber die lassen sich alle hier nicht triggern. Ja, irgendwie nicht. Welche Kaserne? Bad Salzung, ist in Thüringen. Warum hast du jetzt so überlegt, okay, ich will bei der Bundeswehr oder beziehungsweise ich will Soldat werden? Was war so dein Grund? Das ist eigentlich ein Kindheitswunsch gewesen. Seitdem ich 6 bin, wollte ich zur Bundeswehr, weil wir haben auch einen Standort bei uns daher, wo ich herkomme. Und man sieht öfters mal Soldaten. Deshalb, ich fand das immer cool. Und später dann habe ich mich dann einfach dazu entschieden, den Weg zu gehen, wo ich auch heute noch bin. Und wie lange verbringst du Zeit dort? Also, du fährst dahin, wie lange bist du dann dort? Also, ich fahre bisher am authentischsten, finde ich. Von mir zu Hause aus, verbringe dort Montag bis Freitag und das Wochenende fahre ich dann nach Hause. Sag mal so ganz kurz detailliert, wie sieht so ein Alltag aus? Es kommt halt ganz darauf an, was auf dem Dienstplan steht. Also wenn jetzt zum Beispiel Gefechtsdienst steht, dann sind wir halt von Dienstag bis Donnerstag draußen und üben einfach infanteristischen Kampf gegen andere Panzer. Wenn zum Beispiel technischer Dienst, also TD, auf dem Dienstplan steht, dann machen wir zum Beispiel, putzen wir die Panzer. Ja, Der Pedonit 400, G100, weil er hat erste Mal diese BIP geholt, nur für dich, Grüße aus Barzeichen. Und die klopfen dann ab und ersetzen die neue. Also wie Reifen eigentlich. So, oder Sport, dann gehen wir halt raus, joggen. Machen Liegestütze, was auch immer. Ey, Männer, was sagt ihr, Digi? Ich sag ehrlich, jeder hat sich so krass informiert, ne? Ja, Mann, jeder weiß irgendwas. Bist du SAZ? Ich bin SAZ, ja. 8 Jahre. Was ist das? Soldat auf Zeit. Das heißt, es gibt einmal den FWDLer, also Freiwilligen Wehrdienstleistender. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel, kann man wie einen Schnupperkurs vergleichen. Das heißt, ist die Bundeswehr was für mich, ist die Bundeswehr nichts für mich? Da kann man ab 7 Monate, meine ich, bis zu 23 Monate kann man sich dann quasi verpflichten, kann auch abbrechen, aber in der Zeit, dann muss man nicht und, in den Einsatz. Du bist dieses auf Zeit, du bist das jetzt immer noch? Ich bin noch auf Zeit, ja. Aber du bist auch seit 2019 dabei, oder nicht? Richtig, und ich habe 8 Jahre, also mich für 8 Jahre verpflichtet. Interessant. Was machst du beruflich aktuell? Ich bin bei der Bundeswehr. Jetzt, Bruder, er sagt, ich bin Kioskverkäufer, Bruder. Scheiße, Mann. Scheiße. Man kann die auch nicht triggern oder so, das ist richtig. Vielleicht pranken die ja alle uns, Bruder. Und wir haben einfach hier 6 Soldaten, Bruder. Scheiße. Ich bin auf die hinten sehr, sehr gespannt. Deswegen habt ihr ansonsten noch Fragen? Sonst würde ich sagen, machen wir erstmal. Ich muss mir erstmal alle anhören, ja, ehrlich. Dann danke dir auf jeden Fall und dann machen wir erstmal mit dem hinten rechts bitte weiter. Sorry, Jungs, bin ein bisschen heißer. Bin Andreas, 31, komme aus Augsburg und bin seit 2004. 31? 31, ja. Krass, ich hätte jetzt. Bitte sagt mir, ich schaue jünger aus. Das wäre für mich super. Ich dachte, von hinten hätte ich jetzt geschätzt, 19. Safe! Er sieht ja jünger aus als wir alle. Hab schon andere Sachen gehört. Seit 2014 bei der Bundeswehr als Feldjäger. Als Feldjäger, okay. Was macht man da so als Feldjäger? Das könnt ihr euch so vorstellen, wie die Polizei, Landespolizei, haben wir fast die identischen Tätigkeiten, nur intern für die Bundeswehr. Erlebt! Also machen wir militärischen Verkehrsdienst zum Beispiel, militärischer Ordnungsdienst, Heimatraum und Objektschutz, heißt aber nur noch Raum und Objektschutz, solche Dinge halt. Also wir kontrollieren Soldaten am Bahnhof zum Beispiel, sieht man die oft, hier in Hannover zum Beispiel, weil ich hatte hier meine Grundausbildung 2014, am 1.7. Gab es mal so einen extrem krassen Vorfall? Was ist das Heftigste, was du erlebt hast, in der ganzen Zeit jetzt? Welcher TikToker? Ja,
es ist echt schwierig zu sagen, weil er ist kein Soldat. Bruder, er ist kein Soldat. Bruder, ich hätte ja so viel erzählt. Bruder, wenn ich einen Monat nur da, Bruder, ich hätte schon so viel zu erzählen. Weißt du, was ich meine? Ja, es kommt immer darauf an, was ihr als krass definiert, ne? Weil was? Es ist jetzt ein Vorfall draußen. Hast du schon mal geschossen? Hä? Auf Menschen? Nein. Sondern worauf? Teescheiben beim Schießen. Was für eine Waffe trägst du normalerweise bei dir? Beim Schießstand jetzt oder im Fertigungsstreifendienst? Im Dienst, sag ich jetzt mal. Im Dienst, P8. Ist das die Standardwaffe für alle? Ja. Kannst du mal zeigen, wie du die hältst? Wie ich die halte? Jo. So bin ich im Anschlag und im Endeffekt, wenn ich nicht im Anschlag bin, gehe ich in diese Position. Ey, nein. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich sage bis jetzt alle vier für mich authentisch. Ich dachte, jetzt fängt es so ein bisschen an zu bröckeln. Aber vielleicht ist er auch nur ganz normaler. Wir sind alle ehrlich richtig gut, aber bisher nur die Frau für mich die authentischste. Im Ausland war der Erste. Du warst auch noch nicht im Ausland, ne? Nein, ich war noch nicht im Ausland. Aber der Erste soll auch mal eine Waffe ziehen. Was für eine willst du haben? Wie willst du? Bruder. Von Boden. Du hast ja nur eine einzige genannt. G22 kann ich dir gerne zeigen, wenn du willst. Aber ich muss darauf liegen, ne? Wie? Dann denkst du, die schaffst du wieder so oder was? Auf dem Boden. Bruder, keine Ahnung, ich kenn das so von GTA und so. Sturmgewehr im Stand, Handwaffe im Stand, Staatsgewehr auf Boden. Das geht aber auch, wenn ihr wollt. Welche Waffe hatte er davor? P8. Wie würdest du die machen? Ja, wir wollen jetzt nicht irgendwie, dass du dich auf Boden legst. Ne? Ich mach das jetzt so, wie ich es machen muss, weil bei uns ist öfter, dann kommen halt neue Rekruten. Rekruten heißt neue Leute, die kommen, ne? Neue Soldaten, die müssen wir als Schießausbilder zeigen, wie wir schießen müssen. Ne? Die musst du von Anfang bis Ende zeigen, wie die schießen. Wir sagen zu denen, steh so, wenn du jetzt mein Rekruter, würde ich sagen, steh genau so, meine Füße an, guck meine Füße an. Mehr nicht. Okay? Hand so. Deine Waffe ist hier. Wenn du jetzt mehrere Jahre da bist, kannst du auch hier tragen. Aber am Anfang lassen die dich nicht hier tragen. Dann sagen die dir, warum machst du das? Du bist nicht Special Force, du bist gar nichts. Trag die hier. Okay? Hier so stehen. Zack, hier hoch. Nach vorne stehen. Fertig. Mehr ist das nicht. Wieder zurück. Kontaktstellung. Nein, bitte schieß nicht. Und Ausgangsstellung und fertig. Und so stehen. Aber mehr ist das nicht als das hier. Zack, zack. Mehr ist das nicht. Alle, die so stehen oder so stehen, was ist das? Nichts, keine Ahnung was. Wenn ich so stehe, kann mich keiner wegschubsen. Zum Beispiel, ich bin stabil. So fliege ich auf die Fresse und muss stabil stehen. Wie bewertest du seine... Er macht das gut. Er kann das... Aber er sieht aus wie ein Polizist, einfaches Ding. Er kann das gut so. Er kann richtig gut hier schauspielen und sowas. Aber er ist es nicht. Sag es die Frau. Er schießt wie ein Polizist. Ja. mach noch mal diese Scharfschütze-Geschichte. Jeden Tag wird hier gemischt. Scharfschütze, wenn ich trage, liegt auf dem Boden, ne? Also wenn ich hab's in meiner, ich mein, so eine, das ist wie so, das ist keine Tasche, das ist ein Koffer, ne? Das ist ein langer Koffer von hier bis hier. Erstmal bereite ich alles vor, alles einstellen, alles super, hinlegen, zack, Füße, guck meine Füße an. Füße müssen so liegen, anders geht's nicht. Okay. Scharfschützengewehr, so schießen und fertig ist. Alles, was du auf dem Boden schießt, ist Scharfschützengewehr. Ich hätte niemals oder meine Füße so gemacht. Oder? Raketenwerfer zum Beispiel, Raketenwerfer. Also hier sowas, die Panzerfaust, ne, schießt du so. Ich zeige dir, was du auf den Boden schießt. Ne? Panzerfaust schießt du so. Warum schießt du so? Wenn du deine Beine hinten hast, sind deine Beine weg, fertig. Wenn du so schießt, sind deine Beine nicht weg. Bruder, also, besser erkennen. Was für eine Reichweite hat so ein scharfes Schützengewehr? Unterschiedlich. Deins? Diese G77 oder was das auch war? G22. Bei mir ist maximal gewesen bis jetzt 750. Aber ich kenne Leute zum Beispiel, also in meiner Schützengruppe, die schon keine Ahnung, wie viel lang weit getroffen haben. Aber das ist immer so, das ist keine Glückssache, das ist... Ich weiß nicht, ob das mit Gefühl, mit Erfahrung kommt, mit Gefühl. Ich habe es tausendmal versucht, so weit schießen wir die, schaffe ich nicht. Ich bin nur neu, ich bin der Jüngste in der Schaffensgruppe. Alle bei mir sind alle über 30. Deswegen, also ich habe noch nicht so weit geschossen. Ich hoffe, es kommt noch dazu, aber bei mir war es 750. Auf der Schießbahn, ne? Wie alt bist du nochmal? 22. 22. Ich bin der Jüngste. Das kann man sogar auch lesen, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr es googeln. Der ist so alt wie ich, lol, krass. Von Augustdorf. Ich hasse das, wenn so viele sagen immer, ihr könnt googeln. Die wissen ganz genau, dass wir nicht googeln dürfen. Ja, googelt einfach. Ich habe auch gefragt, ob ich hier Videos und so zeigen darf, vom Einsatz und sowas. So, also die meisten, wenn ich das erzähle, sagen immer, boah, Bruder, zeig mal Video. Wenn ich Videos zeige, sind die, bei Gott, geisteskrank, ne? Hier aus Flugzeug fliegen, aus Flugzeug hier filmen und so ein Scheiß, das drehen die voll am Rad, ne? Deswegen, also ich wünsche gerne Videos zeigen, bei Gott. Ja, Bruder, er redet so leidenschaftlich darüber. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Und fragt nicht solche Sachen wie, was bedeutet der Heeresflieger? Fragt richtige Sachen. Ich wünschte, ich könnte diese Sachen fragen. Ihr würdet euch totlachen, würde ich das nicht fragen. Okay, sag mal eine krasse Frage. Krasse Frage. Die nur ein Soldat beantworten kann? Resolute Support.
Einfaches Ding, muss jeder wissen. Jeder, der in Afghanistan irgendwie eine Ahnung nur davon gehört hat, das hört man auch, ne? Überall so in der Kaserne laufen, wenn 1000 Soldaten da sind, laufen 500 damit rum. Hier ein Patch RS in grün. Wenn die das sehen, wissen die direkt Resolute Support. Das muss jeder wissen. Wenn er das nicht weiß, was das heißt, er soll es mir nicht mal vernünftig erklären, er soll nur mir sagen, was die damit machen. Digga, die Anna. Bruder, er hat mich so überzeugt, Bruder. Ja, der Echte ist, ne? Die Anna verfluchen die gerade so hart, ne? Ja. Denkst du, du Klein. Also es gibt zwei Optionen, Bruder. Entweder er ist Türsteher bei Nava, Bruder. Nein, Mann, ehrlich nicht. Eins zu den beiden, Bruder. Aber okay, dann dank dir erstmal. Türsteher bei Nava. Erstmal mit dem in der Mitte, bitte weiter. Okay, ich bin Berdan. Ich bin jetzt 21 Jahre alt und ich habe nach meinem Realschulabschluss, erstmal eine ganze Zeit lang Zeit verschwendet. Und weil ich schon immer von Gerechtigkeit überzeugt war, habe ich mich dann entschlossen, zu der Bundeswehr zu gehen und als Soldat zu dienen. Wie lange hast du dich verpflichtet? Also ich bin jetzt gerade aus meiner Ausbildung raus, die geht 12 Monate. Und jetzt habe ich mich für 6 Jahre verpflichtet. Das geht doch gar nicht. Oder wer redet? Doch, warum soll das nicht gehen? Also ich habe mich als SAZ auf 6 Jahre verpflichtet und war davor halt in der Grundausbildung, ja. Okay, ich dachte, ich sage jetzt einfach was und dann sagt er so, oh, scheiße. Okay, was für eine Position trittst du an? Als Grenadier. Was ist das? Das gehört zum Heer. Also wir machen hauptsächlich den Personenschutz oder wir gehen auch in Gefechtsstellen und helfen da und unterstützen. Beispielsweise, wie der Freund des Resolution schon angesprochen hat, das ist dann die Unterstützung als Personenschützer. Und ich hatte noch keinen Auslandseinsatz, weil ich erst neu dabei bin. Aber das lernt man halt schon relativ früh. Der erinnert mich an jemanden. Machst du TikTok? Ich habe nach meiner Schulzeit eine Zeit lang TikTok gemacht. Aber hast du diese Frankfurt-Parodie gemacht? Walla Bila. Das ist richtig. Wie? Warte, ist der TikToker? Das war der. Was? Was ist das erkannt, Bruder? Das war der. Das ist richtig, ja. Der ist niemals so da. Ja, warte, erklär mich. Wie hast du das erkannt? Ich habe das erkannt, Bruder. Ich mache TikTok, Bruder. Doch. Es gibt auch so Parodien. So, und er hat zu Frankfurt danach gemacht, zum Beispiel Frankfurt in der Schule oder so. So, Walla Bila, das darf nicht da so stehen, ja? Hast du das während der Zeit bei der Bundeswehr gemacht? Nein, also seitdem ich da angefangen habe, habe ich damit auch aufgehört. Und ich habe eine Zeit lang noch die Videos, die ich veröffentlicht habe. Bro, ist es 100% nicht. Kennst du auch. Habe ich noch veröffentlicht, aber jetzt nach meiner Ausbildung. Was war das nochmal für Videos? Ich habe es nicht mehr so ganz hin. Das waren so Comedy-Videos, Frankfurt-Parodien und da habe ich immer so in der Art. Mach mal so eine, kannst du das mal machen? Ja, aber ich darf das jetzt am besten nicht machen, weil ich möchte jetzt nicht meinem Offizier, mein Gott, stark. Ich bin hier, ich bin hier, um die Bundeswehr zu supporten und ich weiß nicht, ob das dann okay wäre. Zu supporten? Er sagt zu supporten. Okay. Inwiefern supportest du die jetzt? Der Support ist hier jetzt gerade medial, ja. Ach, Bruder, nein, der ist es nicht, Mann. Er ist immer noch TikToker, Bruder. Der macht ein bisschen ein paar Live-Matches, Bruder. Macht dein Geld, Bruder. Sowas habe ich nie gemacht. Ist kein. Boah, der ist nachts mit Bekir und so unterwegs. Aber ist gut. Er ist gut, aber er ist es nicht. Also er hat sich vorbereitet, aber er ist auf gar keinen Fall. Ja, Mann. Ah, Bruder, der arbeitet im Heidepark oder so. Bruder, Heidepark, mach mal einen Dickkohle, hab ich gehört. Ja, nicht so wie bei der Bundeswehr, aber also in der Grundausbildung sind es 12 Monate, 3 Monate Grundausbildung und dann halt die... Der ist es nicht, ich überspring den. Also, das sucht dich. Ist ja klar, dass... Sinnvoll. Panzer... Sag mal bitte weiter. Hi, ich bin Pascal, ich bin 21 Jahre alt und ich... Willkommen, Digga, was ein weird-ass Outfit-Chat. Das ist so ein weirdiges Outfit, was er da anhat, Digga. Rollkragenpullover, Goldkette, Goldring, Digga. Hey, Junge, er sieht so weirdig aus. Was kommt jetzt? Nein, der hat schon gelacht. Bei der Bundeswehr. Was bist du? Panzergrenadier. Panzer, was? Grenadier. Grenadier, was ist das denn? Das ist eine Teilsteitkraft bei der Bundeswehr, beim Heer. Hat der Kollege auch. Teilsteitkraft. Voll gesagt. Interessant. Und wie kommt man dazu? Also bei mir war es einfach so, nach der Schule, nach dem Abi, hatte ich keinen Bock, irgendwie ein Studium zu machen oder sowas. Mir war das irgendwie zu viel Theorie. Digga, der ist so... Kann man überspringen? Bruder, genau die ich gesagt habe, Digga, kann man auch so beim Reden direkt überspringen, Digga. Der ist es 1.000.000%. Ich bin ein Hund. Wenn er das ist, dann gehe ich gleich auf Knie und belle. Der ist es nicht. Bruder, jeder hat Ahnung, scheiße. Das stimmt. Okay, da müssen wir uns jetzt für einen entscheiden, den wir am ehesten rausvoten. Ich habe schon so einen. Ich würde ehrlich sagen, Bruder, gib mir nochmal dieses Mikrofon zu diesem TikToker, Bruder. Der arme Soldat, Bruder. Nein, Mann. Soldat. Hast du irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen, Bruder? Weil die Jungs sind alle gegen dich, ich bin so gespalten. Okay, also zu meiner Verteidigung habe ich zu sagen, dass ich nur auf eure Fragen geantwortet habe. Und wenn ihr erwartet, dass ich euch jetzt hier Wissen darlege, dann müsst ihr auch dementsprechend die Fragen stellen. Du hast ja nicht richtig auf unsere Fragen geantwortet. Natürlich.
Ich habe auf jede Frage eine Antwort gegeben. Aber keine richtige. Ja, natürlich. Was sagst du dazu, dass der zum Beispiel hinter dir gesagt hat, dass seine Ausbildung halt viel, viel mehr verdient? Ja, das ist ganz klar gelogen. 1,5, das ist ja das Dreifache. Ja, also in den ersten... Das aber das ist ja so realistisch, oder? Also ich höre es ja von jedem, egal, man hat ja auch irgendwo Freunde, Bekannte, die irgendwo mal da reingehen. Niemand würde 450, also ja, habe ich nie also ganz klar, das ist gelogen. Das Ding ist, die Bundeswehr versucht ja auch viele dazu zu bekommen, anzufangen. Und wenn jetzt jeder wüsste, yo, ich verdiene nur 450 Euro, ich glaube, da hätten die wenigsten Lust drauf. Da verdienst du ja in jeder anderen Ausbildung mehr, weil es gibt keine Ausbildung, wo du 450 Euro verdienst. Also das kann sein, das kann wirklich gut sein. Nein, komm, alles raus. Ja, Bruder, alles gut, Bruder. Alles gut, Bruder. Hol dich aus, Bruder, alles cool, Mann. Ich darf keine POVs, ich darf keine Videos mehr drehen, seitdem ich... Er macht weiter, geiler Typ, Wallah. Okay, ey, wir sind uns einig, oder? Ja. Okay, dann danke dir auf jeden Fall, aber du bist einmal bitte raus. Also, Bruder, wir können ja echt nur nach Gefühl gehen, ne? Weil auskennen tut sich irgendwie jeder, ne? Jeder weiß irgendwie irgendetwas. Mein Gefühl sagt hinten rechts, müsste raus. Unser Rapper, Casey Rebel. Er hatte gutes Wissen, ich kann mir auch... Sein Blick, Digga! Müsste raus. Unser Rapper, Casey Rebel. Er hatte gutes Wissen, ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht in seinem Bekanntenkreis das jemand macht, sein Bruder vielleicht. Oh, er will was sagen. Einmal Mikro bitte. Wie kommt ihr darauf, dass ich kein Soldat bin? Die anderen waren zu stark. Ich glaube, ich habe dich irgendwo mal einfach gesehen, so Shisha-Bar oder so, am Chillen. Ja, wo? Steintor da, aber Soul Twins. Ich bin nicht von hier. Von wo? Ich bin eine halbe Stunde von Frankfurt entfernt. Gießen vielleicht, sagt euch das was. Ja, du warst gut, du hast dich auch gut vorbereitet, aber die anderen sind einfach viel zu stark, weißt du? Hast du mit irgendjemandem abgesprochen, dass du hier bist? Nein, braucht man nicht. Okay, warum? Sobald man die VS, also VS ist... Digga, seine Lippen zittern einfach, während er redet. Wenn man das einhält und davon nichts preisgibt und sich an die Social-Media-Richtlinien hält... Was sind die Social-Media-Richtlinien? Ja, man darf jetzt keine beispielsweise Operationsarten verraten, wie zum Beispiel Panzergrenadiere operieren. Es gibt ja verschiedene Operationsarten. Man darf die Bundeswehr nicht schlecht reden, man darf das Bild der Bundeswehr nicht schädigen, wie beispielsweise unser TikToker versucht hat, jetzt zu sagen, ich darf jetzt hier keine Show machen, weil er dann zum Beispiel das Bild der Bundeswehr schädigen würde, wenn man das jetzt auf mich beziehen würde. Das sind so die Hauptkerndinge. Okay, du sagst, wir stellen dir keine Fragen, okay, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Bitte. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, ich habe nur sowas mal gehört. Immer her damit. Was sagt dir das Wort Spieß etwas? Spieß, das ist der Kompaniefeldwebel. Meistens ab Stabsfeldwebel, hat an der rechten Schulter eine goldene Kordel. Okay, was macht man, was ist in vielen Orten üblich, was man macht bei Neulingen, die ankommen, das mit dem Spieß zu tun hat? Mit dem Spieß zu tun hat? Der Spieß ist, wir nennen ihn Mutter der Kompanie. Nee, so ein sage ich jetzt mal, so ein Insider, den nicht, ich bin mir sicher, das ist nicht überall so, aber ich habe gehört, dass es öfter so ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Auf jeden Fall, der Spieß hat bei uns die Aufgabe, zum Beispiel Zimmer, also Stubenzuweisung, Schlüssel, wo er seine Ausrüstung verfrachten kann. Und generell einfach beispielsweise Kasernenrundgänge beauftragt, also beispielsweise Laufzettel mitgibt, dass der Soldat, der Neuling, dann quasi die Kaserne kennenlernt. Das hat mir jetzt schon ein krasses... Man stellt Fragen und die antworten alle direkt. Ja, das kam wie rausgeschossen, Bruder. Das hat mir jetzt... Das war aber fake, Digga. Man hat gemerkt, dass es gelogen war. Ja. Das war so improvisiert, die Antwort, die war nicht gut. Aber kurz bei der Bundeswehr, ist dann abgehauen oder so. Ja, weil Spieß ist, den lernt man wohl am Anfang schon direkt kennen, weil wenn er sagt, der zweite Chef, sag ich jetzt mal. Den kann ich überspringen, der ist 100% nicht. Er hat mich 100%, du bist alle Menschen nicht. Okay. Wenn du dort bist. Stillgestanden. Stark. Junge, ey, nein, Junge, ich will das auch kennen, was muss ich sagen, sag mal. Hä, Bruder, die haben das alle geguckt auf YouTube, Bruder, es gibt auch so Videos. Ey, krass, Mann. Sind jetzt alle Soldaten? Kacke. Also ihr habt das letzte Video auf jeden Fall gesehen. Alle. Scheiße. Habt ihr das beim ersten Video auch gemacht? Ja. Krass. Da haben aber alle was anderes gemacht. Der eine hat den gemacht. Ehrlich? Okay, ich sag noch eine Sache und ihr reagiert alle, okay? Gruß. Ich will's nochmal sehen. Gruß. Digga, es ist die Frau, Bro. Es ist die Frau. Scheiße, ich weiß jetzt nicht, ob das ausschlaggebend ist, aber sie ist die Einzige, die Beine nicht so gestellt hat wie die anderen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das wichtig ist. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, wie sie... Ihr hattet alle V, die Füße V, und sie war die Einzige, die so ein bisschen gerade hatte. Ist das ausschlaggebend? Also zumindest lernt man das in der Grundausbildung so, und wenn man das beigebracht bekommt, dass man die Beine nicht
zumindest an den Fußspitzen nicht komplett zusammen hat. Also bei uns in der Grundausbildung war es noch so, dass du V-förmig dran stehst und dann ist der Ausbilder zum Beispiel mit so einem Besenstiel und der hatte vorne einen Pfeil und dann ist er wirklich hingegangen bei jedem und hat kontrolliert, ob das dann wirklich in dieser V-Position ist. Also so macht kein deutscher Soldat. Immer leicht V-förmig. Krass, Mann, ja, Walla. Also, sobald ich denke, du hast gefragt, Jungs. Scheiße, gibt's gesagt, noch andere meine Haltung, aber ich werde nichts gefragt. Kannst du es erklären, warum du als Einzige deine Füße nicht so gespreizt hast? Also, ich mache das immer so im Dienst. Kann ich jetzt selber nicht erklären. Das ist bei mir mittlerweile automatisch seit 3 Jahren. Und aus Reflexe weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich Plattfuß habe, keine Ahnung. Puh, also, sie war die Einzige, die das nicht gemacht hat. Digga, sie ist es aber trotzdem. Du willst jetzt darauf hinaus, dass sie die Einzige ist, die es nicht gemacht hat und deswegen sie die Richtige ist, ne? Ja, so, natürlich nicht, aber so. Könnte sein, dass ich was. Nein. Was ist das IGF? Individuelle Grundfertigkeiten. Das bearbeite ich auch. Das ist auch die Ausbildungspassdatenbank. Und das sind die ganzen Sportleistungen, die man jährlich bzw. ein Soldat ablegen muss. Würdest du für Deutschland sterben? Ja. Scheiße. Muss man das antworten, wenn man da ist? Weiß nicht. Also, ich denke mal, jetzt so in der Öffentlichkeit sagt es jeder. Oder was sagst du? Ich würde sagen, für Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber für meine Kameraden, mit denen ich kämpfe, auf jeden Fall. Das ist nämlich das, was ich auch sehr oft gelesen habe, bevor ich hier hingekommen bin. Digga, wenn ich Soldat, wenn der Erste, der nicht für Deutschland sterben würde, ich würde direkt sogar, wenn es sein muss, wenn Deutschland Krieg hätte, ich würde Flugzeug woanders hin. Ist mir egal, Flugzeug nach Argentinien, Bruder, am Strand. Ist mir egal, Digga, hä? Viele, so für die Kameraden sterben würden eher, so weißt du? Und alles dafür tun würden, so, weil die eine große Zeit miteinander so erlebt haben und so. Ja, auf jeden Fall, wenn du im Einsatz bist, dann gibt's nicht, du bist Team Deutschland, du bist Familie, ne? Du hast deine Familie da, deine Jungs, du kennst die Jungs nicht seit gestern, ne? Ihr habt viel gemacht miteinander, du stehst auf jeden Fall für deine Kameraden und nicht für Deutschland. Würde ich so sagen, jetzt meine Meinung. Ich brauche jetzt hier nicht auf Krampf sagen, weil mein Keo oder mein Offizier guckt, sagen, ich sterbe für Deutschland. Ich sterbe für meine Kameraden, Punkt aus Ende. Und wer von denen sind deine Kameraden? Ich würde sagen, keiner. Puh, was war das gerade okay, für ein Blick? Das war, das Prinzip sind alle deine Kameraden. Nee, weil die anderen ja keine Soldaten sind. Ach so, okay, tamam. Okay, also ich würde sagen, Mitte raus. Ja. Ja. Sind wir uns einig? Und, ja. Und links vorne. Wer ist raus? Hast du noch was zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, also erklärt. Also! Einer Tipp, wie man den Gruß macht, darauf achten, dass man den Daumen nicht sieht. Warum? Ja. Wieso? Weil das sehr, sehr wichtig ist. Bei den Deutschen wird immer so gegrüßt. Und warum darf man den Daumen nicht sehen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber wir achten immer darauf, dass man den Daumen nicht sieht, quasi, dass man das so ein bisschen nach innen dreht. Nicht komplett gerade, das machen die Franzosen, die Deutschen nach hinten. Was man alles dazulernt, ne? Na Bro, für uns, guck mal, sag mir mal einen von dir, der irgendwas Falsches gesagt hat. Der irgendwas nicht wusste. Und ich kann noch was dazu ergänzen. Und alle bringen dir das Gefühl rüber, die wären Soldaten. Das heißt, wir müssen jetzt nach Sympathie gehen, Bruder. Bezüglich freiwilligen Wehrdienstleistender, das ist die Mindestzeit von 7 Monate bis 23 Monate. Ich weiß jetzt nicht, wer das nochmal war. 2 Jahre ist dann SAZ. Also es geht nur bis 23 Monate. Ich wollte nur dazu erkennen, jemand hat bis 2 Jahre gesagt. Darf ich was dazu sagen? Das war nämlich ich. Sie hat sich verhört. Ich habe nämlich 7 bis 23 gesagt. Ich habe nämlich gesagt, ich war mir nicht mehr sicher, ob 6 oder 7. Dann habe ich gesagt, 7 bis 23 Monate. Schnupperkurs. Also von daher. Ich wollte korrigieren. Und nochmal ganz kurz, bei der Bundeswehr ist das Leben eine Vorschrift. Das heißt, für alles gibt es eine Vorschrift. Wie man grüßt, wie man stillsteht, wie man alles. Das heißt, der linke Fuß, also der rechte Fuß ist steif, der macht gar nichts. Der linke Fuß zieht nach 45 Grad Winkel. Sie hat es gerade eben andersherum gemacht, oder? Ungefähr etwas unter die Hüfte, dass man hier stillstand. Auf der anderen Seite genauso. Stillgestanden ist genau wieder dasselbe Spiel. Rechter Fuß bewegt sich nicht, nach links. Arme nach hinten, zusammen verschränkt. Sagen. Also ich weiß nicht, ob du mich meintest, aber ich meinte auf jeden Fall, dass ich erst FWDLer war und dann umgeswitcht habe auf SAZ. FWDLer hat eine Mindestlaufzeit von 7 Monate und maximale Laufzeit von 23 Monaten, aber man hat jederzeit die Möglichkeit, von FWDL auf SAZ zu wechseln und sich für längere Zeit zu verpflichten. Also das ist nicht so, dass man sich von Anfang an festsetzt und dann das nicht mehr wechseln kann. Bruder, ich sag dir ehrlich, also das, wir müssen das echt abkürzen. Die wissen alles. Hätte gesagt, die Frau ist es. Die wissen alle alles. FWDL geht 11 Monate mindestens und maximal 23 Monate. Und Afghanistan-Krieg oder diesen Einsatz gibt es nicht. Oder er hat Nein gesagt. Ich will kein Beef verstiften oder so, aber er hat Nein gesagt. Das hat die Bundeswehr von einem 7 Monate. Er sagt immer noch Nein. Ja, aber es sind 11
und maximal 23. Gib ihm einmal das Mikrofon. Und ganz kurz, es gibt keinen Einsatz mehr in Afghanistan, der letztes Jahr war der zu Ende. Oder sagst du dazu? Also ich kann mich nur wiederholen, man hat als FEDLer die Möglichkeit von 7 bis 23 Monaten sich zu entscheiden, wie lange man sich verpflichten möchte. Also liegt er falsch? Ja. Du würdest sagen, dass er ein Lügner ist? Ja. Also krass. Zumindest, dass er vielleicht nicht richtig informiert ist. Oder vielleicht ist es noch eine veraltete Version oder sowas. Auf jeden Fall ist es so, dass man zum Beispiel, wenn man... Das glaube ich nämlich, dass es eine veraltete Version ist und er früher Soldat war. Ja, oh mein Gott, wir haben es raus. Weil er hat auch genickt bei 7 Monate und so einer auf, dass das stimmt, weißt du? Ja. Und er war früher da und da war es 11 Monate. Gibst du nochmal das Mic zurück, Bro? Hat er recht? Nein. Das sind 11 bis 23 Monate. Aber er hat dich Lügner genannt, ne? Aber warum sollte die Bundeswehr 4 Monate verkürzen? Sprich auf 7 bis 23. Oh, er will wieder was sagen? Ja. Warte, wir müssen erst mal ganz kurz hier streiten. Nein, nein, der hinter dir. Am besten, du kommst mal nach vorne. Tausch mal einmal ganz kurz die Position. Nein, nein, du bleibst vorne. Und du nach hinten, Bro. Und du nach vorne. Perfekt. Jetzt geht's los. Ja, und zwar direkt dazu. Also die Bundeswehr hat natürlich seit langem versucht, die Bundeswehr an sich attraktiver zu machen. Und für Leute, für junge Menschen, die zweifeln, und sich halt nicht für gleich 11 Monate verpflichten wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich vorher mal 11 Monate waren. Ich weiß, dass es jetzt 7 Monate sind. Und für die wie sicher halt bist du dir? Ich 100%. Das ist ein Lügner. Zumindest sagt er nicht das Richtige gerade. Was, jetzt, aber jetzt würde ich mich interessieren, was würde er dazu sagen? Also irgendwo haben beide recht, würde ich sagen. Der Kollege rechts, das war früher so, 11 bis 23, 7 bis 23 ist jetzt so. Das weiß ich, weil ich gefühlt jede Woche neue Leute sehe und ich frage immer, wenn ich die sehe, weil die so aussehen, so neu, so schüchtern. Wie lange bist du hier? 8 Monate. Wie lange bist du hier? 1 Jahr und 4 Monate. Deswegen weiß ich, es gibt 7 bis 23. Das glaube ich nämlich auch. Aber weil er wahrscheinlich, keine Ahnung, früher oder so da war, keine Ahnung. Was er gerade meint mit Afghanistan, Einsatz zu Ende. Der Einsatz von Afghanistan war zu Ende am 7. Juni 2021. Das weiß ich, weil ich am 7. Juni 2021 noch... Hier also ist er nochmal ein Lügner gewesen. Ich weiß also nicht, warum wusste er das nicht? Wie soll er das wissen, wenn er nicht mehr da ist? Ah, also er kann es nicht genau wissen. Also er ist kein Soldat? Er war Soldat, 100%. Ich kann nicht 100% sagen. Er redet auch wie einer. Einmal Mikro zurück. Jungs, wirklich Schlägerei heute sein. Du kannst ja jederzeit FEDL abbrechen. Das heißt nicht, dass du die vollen 11 Monate oder 23 Monate dienen musst. Du kannst jederzeit abbrechen. Bist du jetzt aktuell Soldat? Ja. Nächste Woche im Dienst? Ja. Ich glaube dem in der Mitte. Das macht auch Sinn, dass die Bundeswehr das attraktiver machen will. Ja, ja, das dachte ich mir nämlich auch. Deswegen. Weil die werben ja. Digga, ich sag immer noch, es ist die Frau, Bro, hä? Und dass mehrere jetzt schon gesagt haben, 7 bis 23. Ja, aber es ist ja immer einfacher, auf dem fahrenden Zug schon aufzusteigen, ne? Und wenn ich dann mit der Wahrheit um die Ecke komme, das ist halt immer problematisch. Und ich würde es genauso machen. Nein, das könnte ja sein. Einen Moment, ganz kurz. Im Endeffekt habe ich noch gegen keinen geschossen, aber es wird gerade nur geschossen gegen mich und das ist halt schon Respekt an beide. Ich würde nicht sagen, dass sie schießen, sondern dass sie versuchen, deine Aussagen zu korrigieren. Sie sagen ja nicht, dass... Aber bis jetzt habe ich nur Fakten geliefert. Der Einzige, der hier schießt, ist Ali. Abi! Nein, aber ich würd sagen, das macht auf jeden Fall Sinn und wenn deine Aussage der Wahrheit ansprechen würde, dann könnten die anderen ja auch auf deinen Zug aufspringen. Aber der Zug ist ja schon losgerollt, ne? Mit 7 Monaten und das haben 3 Kameraden dann nach und nach schon bestätigt, ne? Diese Lüge. Das ist halt lustig. Wenn die Bundeswehr Soldaten gewinnen möchte, dann verstehe ich nicht, warum man Kosten dann einsparen möchte, aber okay. Das kannst du erklären? Dann erklär mal. Und du merkst, alle sind gegen dich, ne? Bruder, ich bin mit dir aber, ne? Es ist ja so, dass ein Soldat zu Beginn seiner Dienstzeit eine 3-monatige Grundausbildung macht. Nach dieser Grundausbildung wird der Soldat in seine Stammeinheit versetzt, wo er dann für seinen Dienstposten entsprechend ausgebildet wird. Das heißt, ob Panzergrenadier, dass man eine Panzergrenadier-SGA macht, oder für IT oder was auch immer. Jeder Soldat wird auf seine Stelle quasi nochmal ausgebildet. So. Und das ist so. Ich bin so am Mimik analysieren, am Blicke analysieren. War, kann ich das sagen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel 11 Monate wäre, man kann den Soldaten nicht 8 Monate keinen Auftrag geben, weil ohne diese Ausbildung kann er seinen Auftrag nicht machen. Wenn einer. Ich sag no front chat jetzt bei ihm zum Beispiel, er sieht viel zu ungesund aus für einen Soldat. Also ich sehe ja auch viel zu ungesund aus und er sieht noch viel fülliger im Gesicht aus. So, er verschlafen ein bisschen hier und da. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen allein aus dem Grund könnte ich mir schon nicht vorstellen, dass er der Soldat ist. Plus, er zittert einfach mit der Lippe, wenn er redet. Und er ist 100% nicht der Soldat, sage ich. 100% nicht. Er kriegt. Und da ist es dann so,
dass eine Menge Geld... Death Note Musik im Hintergrund? ...Geld in den Soldat investiert wird für die Ausbildung. Auch wenn er 11 Monate da ist. Das für eine Ausbildung wird sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Und wenn der Soldat dann geht, dann hat die Bundeswehr für lau quasi das Geld aus dem Fenster geworfen. Ja, macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Kostensparung, gleichzeitig ist es attraktiver für neue. Das macht Sinn, deswegen denke ich mir auch, also safe. Der hintere war früher mal vielleicht Soldat. Ja, das war so. Und, aber jetzt nicht mehr. Safe. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ja, oder? Ja, ist 100%. Also, wir entscheiden uns jetzt erstmal für links raus. Okay, das heißt, links, du hast es echt gut gemacht. Aber du müsstest einfach bitte raus. Ja, kein Problem. Baba-Typ! Alright, du hattest noch was? Leute, ich habe noch eine Frage. Fang bitte du an mit der Antwort, okay? Ich habe mal von einem Freund was gesagt bekommen, dass wenn man rausgeht, ne, also in Dienst ist draußen, dann hat man so ein Kit dabei, da ist irgendwas zu essen dabei, damit man überleben kann. Wie heißt das? Also man hat ein Pi-Päckchen. Wie? Ein Pi-Päckchen, aber da ist nichts zu essen mit drin. Ein-Mann-Paket. Okay, was ist da drin? Also die alte Version ist ein Karton und es gibt einen neuen, da ist es eine Tüte. Ja. In beiden ist eigentlich fast dasselbe drin. Da sind 2 Hauptmahlzeiten drin. Snacks, Kekse zum Beispiel. Genau. Wie heißt der Keks? Panzerkeks. Es gibt süße Kekse. Also im neuen gibt's, schon im Kopf gehabt. Im neuen sind süße Kekse. Was ist an diesem Keks so besonders? Der ist sehr hart. Der ist sehr hart und der stopft. Bruder, der macht dich so satt. Du kannst 3 Tage nicht mehr aufs Klo gehen. Du hast Schokolade noch drin, die ist sehr, sehr hart. Also wirklich sehr hart, beißt dir die Zähne kaputt. Leute, jetzt hat er mich überzeugt, aber halt diese Information habe ich halt nicht. Einfach nur, weil dieser Ali, der da in der Jury sitzt, das angeblich schon mal gehört hat. Das ist natürlich, Bruder, das dreht jetzt komplett das Ganze noch um, ne? Gibt es noch so Pulver? Damit kannst du dir so Getränke machen. Mein Onkel war Soldat früher, auch in Afghanistan. So tonische Getränke, Salz und so Schmierzeug. Brot ist auch drin, aber nur im Alten. Das ist eigentlich so das meiste. Wie heißt dieses Paket nochmal? EPA, Ein-Mann-Paket. Die wollen es ja jetzt irgendwie umbenennen wegen Gendern und was weiß ich was. Bruder, lass mal abkürzen, Bruder. Wirklich. Ja, wir müssen einen jetzt erstmal rausvoten. Bruder, ich würde sagen, die Dame müssen wir erstmal rausvoten. Ja, Dame und er. Er raus? Ja, Bruder. Nein, die würde ich doch nicht rausvoten. Also, man muss sagen, Digga, die wissen alles. Ja, ne, wenn mir jetzt gleich jemand sagt, ne, er hat null mit dem Beruf Soldat zu tun, dann ist das wirklich für mich krass. Guck mal, der wusste, wie dieser Keks heißt, Bruder. Du kriegst einen Keks, er weiß, wie der heißt. Die sind ja auch für mich beide die Finalisten. Ich habe kurz irgendwie nach ihm gesagt, lass uns erstmal die Dame da hinten, du hast es wirklich unnormal stark gemacht. Und, aber du, ihr macht es uns schwer, was sollen wir sagen? Ich glaube auch, dass du irgendwas in diese Branche vielleicht zu tun hast. So vielleicht am PC chillen und da alles organisieren und so. So in der Verwaltung vielleicht. Ja. Stellt mir Fragen, ich kann sie beantworten. Sie weiß auf jeden Fall Bescheid, nur das mit den Füßen vorhin war komisch, weil... Ja, das auch, vor allem das... Du einen Haken haben und das waren die Füße. Das ist jetzt so der Grund für uns, weshalb wir sagen würden, so, dass du es nicht... Mit zum Sprung kann ich nur versichern. Sind wir uns einig? Ja, kann ja sein, dass wir falsch liegen, deswegen. Aber wir müssen ja irgendwie zum ein Ergebnis kommen. Wir brauchen ja, guck mal, ihr alle habt ja das Fachwissen, aber wir brauchen ja Anhaltspunkte und mein Anhaltspunkt ist jetzt auf jeden Fall bei den Füßen. Leider müssen wir, glaube ich, nach sowas Banalem gehen, trotz dessen, dass am Ende wahrscheinlich du es bist, aber irgendwie das ist das Einzige, wo wir irgendwie ansatzweise sagen können, das hat wieder, war ein bisschen anders. Wir sind gespannt, ich bin gespannt auf die Auflösung. Deswegen, wir sind uns alle einig, oder? Ja. Okay, dann danke dir, hast du auf jeden Fall sehr stark gemacht, aber du musst einmal bitte raus. Meine Favoritin ist raus. Es ist auf jeden Fall nicht leicht für uns heute. Du hast uns so schwer gemacht, Digga. Also, wir haben ja schon ein paar Mal sowas in die Richtung angesprochen, aber kann es sein, dass es... kannst du darauf antworten vielleicht? Kann es sein, dass jemand von hier da ist, der einfach wirklich aus dem Bereich kommen könnte, also in der Bundeswehr, sag ich mal, arbeitet, dieses ganze Wissen hat, aber kein Soldat ist? Wer das sein könnte von den beiden? Nee, nicht von denen, aber wäre das möglich? Also zum Beispiel, das wurde ja gesagt, dass die Dame vielleicht irgendwie in der Verwaltung arbeitet. Könnte sie dann das ganze Wissen überhaupt haben? Es ist auf jeden Fall möglich. Es kann sein, dass sie zum Beispiel die Grundausbildung gemacht hat oder, weil in der Grundausbildung lernt man natürlich auch viel militärische Disziplin zum Beispiel oder generell einfach die Grundlagen der Bundeswehr. Ob sie in der Verwaltung noch dieses Wissen hat, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich gehe davon aus, ja, dass sie das auf jeden Fall mitbekommen. Müsst ihr Kampfsport können? Nee, also ich nicht. Also bei den Panzergrenadieren machen wir keinen Kampfsport. Ich glaube, bei euch auch nicht. Also Selbstverteidigung. Also ich weiß nicht, viele denken, dass man bei der Bundeswehr... Der eine hat einfach seine Mütze abgenommen, Digga, und der hat eine Glatze. Ist auch immer so ein typisches Soldatending, ne?
Stell dir mal vor, er hat extra für die Folge seine Glatze geschnitten. Kampfsport macht, das machen wirklich dann nur so. Kann ja sein, bei der Polizei muss es ja auch, glaube ich. Also zum Beispiel das KSK oder KSM oder wer noch? Personenschützer. Es gibt ja auch Personenschützer bei der Bundeswehr. Wie wird man morgens begrüßt? Also es ist so, dass in der Stammeinheit, bei uns ist es so, ich weiß nicht, wann bei euch der Dienst beginnt, bei uns ist es so 6.45 Uhr, ist Antreten. Das heißt vom Zugdienst, es gibt den Zugführer. Das ist der, der uns führt, der Oberste quasi. Bitte lass immer weitermachen. Du hast mich für mich überzeugt. Okay, schade. Bruder, nein, eine Sache. Wenn er der Soldat wäre, Bruder, warum fragt er denn, ob es bei den anderen auch so ist, Bruder? Ich weiß doch, dass ich der einzige richtige Soldat hier bin, Bruder. Dann frage ich doch nicht, ist es bei euch auch so, ist es bei euch auch so? Weil das, darf ich dazu was sagen? Das Ding ist, das ist halt von Einheit zu Einheit unterschiedlich. Zum Beispiel, da wo ich herkomme, haben wir auch einen Standort. Da beginnt der Dienst beispielsweise um 7 Uhr. Und endet auch eine Viertelstunde später. Bei manchen beginnt er um 6.30 Uhr, deshalb kann ich pauschal nicht sagen oder vereinheitlichen, dass es bei jedem so ist. Deshalb ja, das weiß ich, aber du weißt ja, dass hier in dem Format gerade nur ein richtiger Soldat ist. Ja, deshalb, in dem deshalb, Fall eigentlich du bist. Ja, natürlich, ich bin der Soldat, aber das war jetzt eigentlich nur so eine Scherzfrage. Das, Bruder, ich habe gesagt, er weiß alles, gar nicht, er weiß wirklich alles, Bruder, macht für mich denn nicht den Eindruck, dass er der Soldat ist. Lass mal das ganze Soldats-Bundeswehr-Thema beiseite tun. Gerne. Was hast du so für Ziele im Leben? Ich will auf jeden Fall erstmal meine Zeit fertig machen. Entweder nach meinen 8 Jahren oder während meinen 8 Jahren BS zu werden, also Berufssoldat. Sollte das nicht funktionieren, weil dafür muss man Portopee werden, also quasi Unteroffizier ohne Portopee, das ist ein Feldwebel. Unteroffizier mit Portopee, Entschuldigung, das ist ein Feldwebel. Lass mal den beruflichen Aspekt raus. Haus, Garten, Kinder, Familie. Was hast du so für private Ziele? Also wenn ich jetzt die Rapper beruflichen Aspekte da rauslasse, dann ist es auf jeden Fall Einfluss zu haben. Also das ist jetzt schwer, das ohne beruflichen Einbezug zu erklären, aber ich möchte auf jeden Fall in die Offizierslaufbahn gehen. Das heißt, ein Offizier bei der Bundeswehr zu werden. Du hast ja gerade gesagt, die beruflichen Aspekte lassen wir weg. Ja, wie gesagt, es ist schwer, das ohne das mit einzubeziehen, was ich für Ziele habe. Aber generell ein erfülltes Leben führen natürlich. Aber ich mag es, Verantwortung zu übernehmen und eine Truppe zu führen und einfach mit den Kameraden die Welt mitgestalten können, sozusagen, halt Einfluss zu haben. Einfluss zu haben. Das klingt mir eher so nach Truppe führen, klingt mir so nach Team führen, vielleicht Unternehmer sein. Ja, ne? Ist das dein Ding? Firma gründen, Startup, dann Einfluss nehmen in der Wirtschaft. Ich hab doch gesagt, Krypto und so, ne? Damit dann Unternehmen eröffnen. Safe. Und bei dir? Mein Ziel ist es, so wie jetzt auch, ich bin mit 18 hingegangen, gut, ungewollt, ne? Aber jetzt, wo ich weiß, ich bin da und ich habe ein bisschen was gerissen bei der Bundeswehr. Berufliche Aspekte rauslassen. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich würde gerne noch eine längere Zeit, vielleicht sogar für immer, der bleiben in der Familie, bei dem man sagt, boah, der ist es so. Der ist so der, wenn man Vorbild. Was Vorbild? Nicht unbedingt, weil manche Eltern sagen, Soldat geht gar nicht. Aber ich würde, dass man sagt, dass meine Mutter einen Mann erzogen hat und nicht irgendwie, keine Ahnung, jemand an der Tankstelle arbeitet oder so. Ich würde schon sein, der Mann im Haus, bin ich offen und ehrlich. Ich würde sagen, mein Vater sagt, ich bin stolz auf meinen Sohn, der ist ein Mann und nicht, ich finde es super, dass mein Sohn hier Edeka, was weiß ich, Schichtleiter ist, sondern einfach, mein Sohn ist Soldat, der geht mit Waffen und der macht männliche Sachen. Fertig. Bruder, so redet ein Soldat, Bruder. Ich also an der Stelle Herz, kein, das nicht seht, kein Schon an Leute, die bei Edeka arbeiten. Nein, das ist nicht möglich. Das will ich noch sagen, Teamplay und Teamleitung ist cool, klar, Truppenführer, weil ich auch öfters, ist cool, aber irgendwo hat der Soldat immer ein inneres Ego in sich. One-Man-Army, safe. Denkt sich jeder. Kein Typ, der hier mit einem Lächeln steht und sagt, Teamplay ist nicht. Jeder Soldat hat in seinem Inneren so ein inneres Ego und sagt, ich bin eine One-Man-Army, ich klär's alle selber, fertig ist. So denkt sich ein Soldat, deswegen guckt auch diese coolen Filme und alles drum und dran. Aber so Teamplay ist gut, muss sein, aber im Inneren hat jeder sogar sein eigenes Ego, sein großes Ego. Ich bin eine One-Man-Army. Ohne mich können meine Jungs nicht arbeiten. Guck mal, ich will dich ganz kurz abkürzen, ne? Wir haben das Video, glaube ich, jetzt auch echt lange gehalten, ne? Er hat meine 100%ige Stimme. Und bei mir auch, Bruder. Mein Gefühl ist bei rechts. Ihr wusstet alles, aber Bruder, er hat mich heute, Chalas. Also egal, was sie jetzt sagen. Also von allen, die jetzt noch da sind, nehme ich auch den ganz links. Ich hätte aber die Frau genommen, Digga. Mein Gefühl ist bei rechts, aber so faktisch muss ganz man. Rechts? Ja, aber faktisch muss man links sagen. Ich weiß nicht, irgendwie, er wirkt so wie der Prototyp, den die Bundeswehr vorgeschickt hat in das Video. Als hätten wir ein Placement für die Bundeswehr. Weißt du, was sein kann? Dass links mal da war und alles durchlebt hat und dann jetzt nicht mehr da ist. Und der in der Mitte hat wahrscheinlich alles auswendig gelernt, Bruder. Nein, niemals. Er hat irgendwas mitgemacht, Bruder, aber anscheinend nicht so weit, dass er es gemacht und will jetzt irgendwas anderes machen, kann ich mir vorstellen, oder macht was anderes. Dieses ganze Wissen auswendig zu lernen, dafür braucht man auf jeden Fall länger als eine Information über eine Story auf Instagram.
Nein, aber du hast irgendjemanden wahrscheinlich verfolgt oder mitgemacht oder irgendwie. Nein, er hat es gemacht. Er muss es gemacht haben. Er muss es gemacht haben. Aber dann ist er ja auch Soldat. Er hat ein Praktikum gemacht. Ja, so. Er hat Praktikum. Du hast Praktikum. Darf ich sagen, wie ein Praktikum bei der Bundeswehr? Weißt du, was mir an dir nicht gefällt, Bro? Du musst es immer irgendwie gerade biegen wollen. Ich muss es gerade biegen. So, sobald wir irgendwas sagen, darf ich was dazu sagen? Bro, lass es einfach mal so stehen. Naja, aber ich kann es auch verstehen, weil beim letzten Mal war der Hauptteilnehmer jetzt nicht so ganz belesen. Und das war der Hauptteilnehmer. Und wir hatten Schauspieler, die authentischer waren als er. Und dann gab es so viele Soldaten, die dann geschrieben haben, Digga, der repräsentiert uns, was das für einer, löscht das Video. Und so gab es wirklich einige. So. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch der Hauptteilnehmer heute richtig Druck hat, authentisch zu sein. Weil wenn wir jetzt sagen, Digga, was bist du für, also kompletter Quatsch, raus mit dir. Aber ja, der Bruder, ist aber dann kriegst du wieder einen Shitstorm. Wenn du dann so redest, dann würde ich ja sogar nach ganz rechts tendieren. Links kann ich mir aber auch vorstellen. Deswegen, erst dachte ich so voll dreist, weil wenn er derjenige ist und die anderen so runter macht und den mal komplett ausholt, dachte ich so, oha, so Jassik, die Armen, so weißt du, aber... Gibt's irgendwas, was euch als Soldat überzeugen würde, aufzuhören? Gute Frage. Oh. Gute Frage. Also, wenn man zur Bundeswehr geht, viele Menschen gehen wegen Geld, so, kann ich direkt sagen, das wird nicht lang bleiben. Probezeit, direkt Kündigung. Man sollte aus Überzeugung zur Bundeswehr gehen. Und wenn man aus Überzeugung hingeht, dann wird... Meint ihr gerade, was gäbe es für einen Grund für dich zu sagen? Es gibt für mich keinen Grund. Es gibt für mich keinen Grund. Geh mal rechts. Hättest du einen Grund? Also auf jeden Fall. Ich denke, wenn ich ethisch und moralisch von meiner eigenen Seite aus das nicht mehr vertreten kann, was sozusagen, wofür die Bundeswehr steht, wenn, also das ist jetzt ein ganz drastisches Beispiel, aber wenn es jetzt in die Zweite Weltkriegsrichtung geht, da würde ich auf jeden Fall nicht mehr moralisch und ethisch mich halt sehen. So eine Antwort hätte ich nämlich erwartet. Ja, genau. Das ist perfekt. Und, Bruder, weißt du, was mich an den ganz rechts abfuckt? Ist einfach sein Outfit, Digga. Ich check sein Outfit nicht mit dieser Goldkette und so weiter. Ich check nicht, was war seine Mission dabei, als er sich das ausgesucht hat. Bei dir? Ich würde sagen, nichts. Ich könnte es nicht. Nicht offen und ehrlich. Ich könnte nicht aufhören, ich würde nicht klarkommen im Leben. So, normal Beruf, keine Chance, will ich nicht klarkommen. Aber ich denke mir so, wenn meine Zeit abläuft, ne, dann würde ich vielleicht, keine Ahnung. Ich und meine Jungs, wir überlegen, Asgard zu gehen, so ein internationales Sicherheitsteam. So hätte ich Bock. Aber aufhören ganz, keine Chance. Meine Freundin kommt damit klar. Die sagt, klar, ist so, Mama ist auch damit klarkommen. Deswegen aufhören, keine Chance. Könnte ich nicht. Ich könnte nirgendwo arbeiten, aber irgendwo anders weitermachen, weil ich will mein Leben lang nicht da bleiben. Aber irgendwo anders weitermachen, Asgard, also auf jeden Fall so ein Ding, was ich gerne machen wollte. Aber aufhören. Scheiße, ey, Jungs, mein Gefühl ist irgendwie bei rechts. Darf ich ganz kurz? Die Antwort war so. Aber er ist auch einfach viel zu authentisch. Das Ding ist, er könnte auch sagen, dass er Versicherungskaufmann ist und man wird es ihm abkaufen, weißt du? Ganz kurz zum Thema, wie du Zweiter Weltkrieg oder du Asgard. Er ist ein guter Verkäufer, vielleicht ist er Verkäufer. Wie du Zweiter Weltkrieg oder du Asgard. Das Ding ist, die Bundeswehr und Rechtsextremismus geht gar nicht, das kann man nicht in ein Bild packen. Die Bundeswehr geht auch sehr, sehr knallhart vor. Asgard zum Beispiel hat rechtsextremistische Züge. Beispielsweise werden Menschen, die beispielsweise etwas dunkler sind oder schwarze Haare haben oder sowas, die werden benachteiligt bei Asgard. Ich habe mich mal informiert, weil das für mich auch... Asgard ist was genau? Asgard ist so eine, ja, kann man eigentlich wie Söldner sehen. So, das ist so eine eigene Sicherheitsfirma, die im Ausland operiert, quasi Staatschef, wie die von Saudi-Arabien beschützen oder sowas, auch schwer bewaffnet, voll ausgerüstet. Und der Geschäftsführer von denen ist ein ehemaliger Fallschirmjäger mit rechtsextremistischen Zügen. Deshalb würde ich nicht sagen, wenn ich Soldat wäre, dass ich irgendwie mit Asgard in Verbindung komme, weil das im Endeffekt auf mich dann zurückfällt. Das weiß ein Soldat. Jungs, was machen wir, Jungs? Also ich würde denken, dass der Junge ganz links gerne hinwollen würde. Ich meine, er kann mir vorstellen, dass er sich sehr, sehr, sehr darüber informiert hat und Berater und keine Ahnung was. Er war da gewesen, 100%, glaube ich, 1000%. Aber jemand, der in dieser Schiene wirklich drin ist, dass du richtig feiert, dass du richtig lebst, so, ne? So mit Einsatz und mit dies und das. Keiner kann mir erzählen, dass irgendein Soldat nicht schon mal darüber nachgedacht hat. Ey, Asgard, Söldner, boah, geilster Scheiß. So reden wir. Wenn wir irgendwo sind, so reden wir. Was für Rechtsextrem, das ist alles Geschichte. Man sagt doch, dass es mal da was gab, dass mal hier was gab. Interessiert niemanden. Ich bin Soldat, ich will Soldat bleiben. Söldner ist das Geilste, was es gibt. Du bist cool, fertig ist. Soldat will cool sein. Einfaches Ding. Aber hiermit, wenn ich rede, höre ich mich an wie einer, der erzählt, was er lebt. Aber das ist einfach nur dieses, ich will mich vor euch nicht verstellen und sagen, ich bin für Deutschland und ich bin dies und ich bin Deutschland hier. Ich bin Soldat, ich feiere meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf und fertig. Aber ich rede nicht so, als wäre ihr mein Chef oder so. Ich erzähle euch, was ich lebe und fertig ist. Deswegen bin ich auch hier. Aber um euch so, und Aktivitäten der Bundeswehr ist nicht so, Aktivitäten der Deutschland ist nicht so und Bundeswehr ist so und so, mache ich nicht. Das ist mein Leben, das erzähle ich euch und fertig. Aber was hat er denn jetzt falsch gemacht? Wo Nein, du sagen er macht nichts falsch. Er ist der 1A, Vorzeige so da, wenn ihr sagt. Ne? Aber wenn er zu uns kommt in meine Gruppe und so Vorzeige und ich sagen wir, ey, Junge, entspann dich mal, chill mal dein Leben, mach deinen Job vernünftig.
steh früh auf, mach alles vernünftig, aber hör auf mit diesen Themen. Sag uns nicht, das ist so einer, der uns, wenn wir 6 Wochen lang irgendwo um 5 Uhr aufstehen, dass er nach 6 Wochen sagt, ich liebe es, um 5 Uhr aufstehen. Dann wir uns brauchst du nicht anlügen, wir wissen, dass du diese 5 Uhr morgens aufstehen hast. Verstehst du, was ich meine? Denn das ist einer, der nach 5 Wochen sagt, ich liebe es, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Aber es kann ja auch sein, dass er privat vielleicht etwas anders denkt, als jetzt gerade, wo er weiß, okay, das Video sehen sehr viele Leute, weißt du, und er repräsentiert die Bundeswehr, das heißt... Nein, das macht keiner, Mann, ihr müsst dabei sein, damit ihr das seht. Jetzt ist es ja öffentlich, was er privat macht, kann er bestimmt sagen, 6 Uhr morgens aufstehen ist kacke, weißt du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich einen so... Ich kenn auf niemanden. Ernst jetzt? Es ist die schwierigste Folge, die wir bisher jemals gesehen haben von Erkenne den, auf Ernst. Der als Soldat, schwierigste Folge ich weiß, jemals. Ich von den seinen Jungs in der Armee, wenn überhaupt, angesprochen hat und gesagt hat, ey Jungs, ich bin bei Naheem Sky, ich mach das und das mit, ich bin morgen um 6.45 Uhr, ey, yo, ich bin mal hier, am Wochenende bin ich bei Naheem Sky, mache mal das und das. Die Jungs haben gesagt, Junge, meinst du das ernst, wie peinlich? Mein Bruder hat gesagt, schon öfter, hat er gesagt, ey Jim, mach mal TikTok, mach mal Videos und erzähl mal deine Geschichte. Hab gesagt, voll unangenehm, was ist das? Meine Jungs lachen mich voll aus, so, ne? Aber ich habe deine Videos oft geguckt, bin ich offen und ehrlich, ne? Und sag mir so, Digga, voll geil, so, ne? Wenn die mich wählen und ich am Ende es bin, wie geil ist das? Deswegen hat mir so habe ich gesagt, okay, scheiße, mache ich, aber dieses, wenn ich hier zurückkomme und so geredet habe, Aktivitäten und dies und das, Junge, ich würde morgens ausgelacht werden. Was redest du da? Du bist doch gar nicht so. Die würden zu mir sagen, du bist doch gar nicht so. Ich schwöre, es gibt bei mir ältere Jungs, die 30, 35 Jahre, die mir sagen, Junge, geh mal weg, Alter, wir haben letztens darüber geredet, was für ein Mann du bist und heute stehst du da und redest so, als wärst du, oh, bitte, bitte, nimm mich so, bitte. Oder du dachtest dir, die Jury werde ich richtig hart verarschen. Danke, entweder so und er hat sich extra so anders angezogen, ja. Dass wir es nicht denken. Boah, ich verarsche und am Ende lache ich so richtig auch, weil ich mich alle voll verarscht habe. Ja. Bei mir kann man sich das... Ja. Boah, 100%. Dann fällt deine Maske nur so, boah, ich habe so gebabbelt. Dass ich mich so bewege und so, boah, ich habe mich voll verarscht, kann man sich gar nicht vorstellen, bin ich wirklich offen ehrlich. Das kann ich von mir auch sagen. Dass ich nicht so einer bin, der am Ende dann voll der Komiker ist und ja, man, ich habe euch alle verarscht. So. Jetzt, wo du es sagst, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also wie er gerade eben sagt, ja, zum Beispiel mit Frühaufstehen, das ist geil und sowas. Was er denkt, kann er ja denken, wie er möchte. Ich weiß nicht. Aber... In der Öffentlichkeit, Kamera, sobald es über die Bundeswehr geht, egal was, du hast die Pflicht, ein gutes Bild der Bundeswehr dazulassen. Und deshalb, wie zum Beispiel gerade eben, mit dieser Söldnergeschichte und was weiß ich was, oder hier, dass das scheiße ist und das ist geil und das ist scheiße und das ist geil, das kann man als Soldat in der Öffentlichkeit nicht machen, weil dafür kann man richtig Probleme kriegen. Oh, Diszis, Disziplinarverfahren. Was sagst du? Also... Ich stimme da auf jeden Fall zu. Man muss, also man ist dazu verpflichtet, als Soldat die Bundeswehr zu repräsentieren in einem guten Licht. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie da die Rechtsprechung ist, wenn man sich zu solchen Themen äußert. Aber ich würde auch sagen, dass das nicht unbedingt zu einem guten Bild der Bundeswehr beiträgt, wenn man überhaupt von solchen Gruppen erzählt. Jetzt finde ich die in der Mitte doch sehr authentisch. Wenn man das Bild der Bundeswehr in der Öffentlichkeit schädigt, egal in welcher Art und Weise, ob Rechtsextremismus, ob das ist kompletter Blödsinn oder Scheiße, die geht nicht zur Bundeswehr, was auch immer, das kann im schlimmsten Fall sogar zu einer Entlassung führen. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, Bundeswehr hier, scheiße da, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, keiner kann mir erzählen, nach 5 Wochen Übungsplatz, ich habe Bock auf 5 Uhr morgens aufstehen. Ich habe gesagt, ich brauche hier nicht auf Weichei tun Aktivitäten hier. Ich liebe meinen Job, ich mache meinen Job, fertig. Ich mache meinen Job vernünftig, aber ich brauche hier nicht auf Aktivitäten und alles Mögliche vorlesen. Ich habe mit und wenn ihr mich wählt und ich hier sage, ich bin Soldat und hier Kompanie komme, am Montag in die Kompanie komme, 100% alle werden sagen, ach komm, Jim, war klar, dass du so redest. Es will keiner sagen, ab ins Büro und du bist, warum machst du so? Jeder weiß, wie ich bin, jeder weiß, wie ich rede. Gebe ich Ihnen recht, Bruder, bunt ist hart, Bruder. Warum muss ich sagen, die Bundeswehr ist gut und die Bundeswehr ist hier. Ich lebe die Bundeswehr, einfaches Ding, aber ich brauche nicht sagen, dass ich es liebe, 5 Uhr morgens aufstehen. Mache ich nicht, ich mache trotzdem. Wenn er ist. Also ich würde gern wollen, dass er es ist irgendwie. Also ich mag ihn irgendwie, aber... Boah, schwer! Mein Job, ich mache es und fertig, aber ich brauche ihn nicht aber erzählen. Aber jetzt so, den hier kann ich mir nicht glauben, allein vom Aussehen her kann ich mir nicht glauben, dass er Soldat ist. Und der ganz rechts kann ich auch nicht glauben. Ich glaube, wurde schon rausgewählt, aber wenn hier noch einer ist, dann hoffentlich. Dass ich es liebe und ich liebe es, um 3-4 Stunden zu stehen und jemandem zuzuhören. Ich mache es, weil es mein Job ist und fertig ist. Ich habe geschworen, dass ich Soldat bin, dass ich Soldat bleibe und fertig ist. Einfaches Ding. Alles andere ist, ich war mal und keine Ahnung was. Ich will für rechts. Lass uns einen Cut machen, oder? Also ich bin für Abstimmung, Bro. Ja. Wir müssen uns entscheiden. Also rechts, glaube ich, ist, weil in der Mitte, weil er so lange das verteidigt hat, was man nicht alles sagen darf, glaube ich, er weiß darüber, dass man nicht so viel sagen darf. Mitte glaube ich auch nicht. Rechts? Weil ich würde, wenn ich wüsste, ich darf nicht so viel sagen, würde ich auch nicht 100 Jahre erklären, wieso ich nicht sagen darf. Ich würde einfach versuchen, das Thema abzubrechen, denke ich so als Soldat. Oder halt rechts, weil er halt einfach, er hat eigentlich gefühlt wirklich nichts Falsches gesagt, oder? Kein Stück, ich habe nichts gesagt. Ich muss Einzige, wo er halt anders war als die anderen, war so von wegen, so ich sterbe nicht für Deutschland. Aber das ist ja nicht falsch.
falsch. Okay, ich bin erstes Mal dabei. Ich sag rechts, keine Ahnung. Mein Gefühl ist auch irgendwie bei... Aber Mitte war... Oh, scheiße, Digga. Das Ding ist, rechts gibt mir so dieses klassische, hätten wir jetzt ein Rekruten-Placement oder so, dann hätten die den geschickt, weißt du? So das Gefühl habe ich. Warte, wir müssen mit Kandidaten erstmal einmal ganz kurz pausieren, Leute. Ihr müsst einmal kurz pausieren, das müssen wir jetzt ganz kurz einmal besprechen. Einmal ganz kurz. Also Jungs, wir brauchen eine finale Abstimmung. Ich sag mir ehrlich, jeder von uns sucht sich jetzt einen aus und dann nehmen wir den. Du sagst rechts, wa? Nee, ich hab geändert. Was sagst du? Mitte. Du Mitte? Sagst? Jetzt nach dem gerade Mitte? Weiß ich nicht. Was sagst du? Ich bin jetzt für rechts. Ich sag links. Ganz links? Nee, links ist raus. Links, Daddy. Ja. Khalas. Denke ich. 100%. Ja. Khalas, ist deine Meinung eingeloggt. Was sagst du, Mann? Mitte. Du? Er sagt Mitte. Er sagt links. Was sagst du? Du bist Zauberer, ne? Bro, ich bin nicht deine Meinung nach. Ich will deine Meinung, nicht deren. Ja, meine Meinung ist bei rechts. Okay, rechts. Du? Ja, ne, im Prinzip haben jetzt alle links geradeaus. Nein, du ja, ne, meine Meinung zählt. Ja, ne, meine Meinung zählt jetzt. Ja. Bruder, ich sag euch offen und ehrlich, ne? Ich weiß echt nicht, wo die alle das Wissen hergeholt haben, ne? Aber Bruder, ich glaube, Regel Nummer 1 ist, im Bund hart zu sein. Ich sag dir ehrlich, ich kann nur links wählen. Der hat mich heute überzeugt. Also meiner Meinung nach, wir loggen das jetzt so ein. Und dann lassen wir entscheiden. Oh shit! Aber ich sag euch ehrlich, Leute, ja, nee, selbst wenn wir jetzt verlieren würden, ne? Sei mir ehrlich, hat das nicht krass gemacht? Ich bin ehrlich gespannt. Ich schwöre, ich war noch nie so gespannt wie jetzt. Du sagst links, das heißt, Mehrheit ist für links. Ja. Ich bleib bei rechts, du bleibst bei Mitte. Er ist mir auch so soft irgendwie, Mann. Es muss man nicht als Soldat irgendwie hart sein. Das heißt, die Mehrheit hat gesagt, dass du der Echte bist und ihr beide nicht. Das heißt, dementsprechend müsstet ihr beide dann raus. Irgendeiner von uns liegt richtig auf jeden Fall, weil ich glaube... Oder wir alle falsch, die sind schon lange raus. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also, okay, das heißt, du sagst die Wahrheit. Ich bin gespannt, Jerry, wie gesagt. Machen wir jetzt einmal die Auflösung. Abu Junai, danke für deinen Zap. Also mal von den letzten drei hätte ich auch gesagt, der links, den die jetzt genommen haben, aber am Anfang eigentlich gesagt die Frau, Bro. Digga, als Frau so krass zu lügen und so, man hat es gar nicht erkannt, ihre Augen haben nicht geblinzelt, nichts. Gestanden? Wer ist es? Wer ist es? Gruß! Nein! Ja! Ich wusste es! Oh mein Gott! Scheiße! Das hätte uns verraten müssen! Oh mein Gott, ich hab noch gesagt, das war am Ende. Das war's! Und ihr habt noch drüber gelacht! Oh mein Gott, ich wusste es, Bro! Von Anfang an, ich hab direkt drei gelöscht, alle drei waren richtig gelöscht. Ich hab gesagt, es ist die Frau, es war die Frau nach dem ersten Gespräch mit dem ersten Blickkontakt. Aber nicht das. Digga! Oh. Ich dachte zuerst so, das ist zu offensichtlich, dass man ein Mädel platziert und dann ist es natürlich die, aber das hat uns, glaube ich, wieder verwirrt. Digga, ich weiß. Wieso kann der Rest das so ich gut? Ich wusste es, Bro. Ganz kurz. Ey, Domi, ich bin in den Chat, Bruder, ich hab's erkannt. Denk dir, ich komm gleich hier hin und lüge. Ich war Ex-Soldat, aber so wie solche Sachen wie, mir ist das alles scheißegal und bla bla, frei erfunden, ne? Aber an sich, ich war Ex-Soldat, ja, deswegen wusste ich so viel. Und du warst wirklich in Afghanistan? Nein. Wir nein sagt! Wir nein sagt! Ne. Bla bla, frei erfunden, ne? Aber an sich, ich war Ex-Soldat, ja, deswegen wusste ich so viel. Und du warst wirklich in Afghanistan? Nein. Wie viele Jahre warst du? Ich war 4 Jahre da, ja. Nach 4 Jahren habe ich dann gesagt, wegen ein paar Problemen habe ich dann gesagt, ich verkürze die Zeit auf. Ich war eigentlich 8 Jahre. Jetzt habe ich auch 4 Jahre verkürzt, bin letztes Jahr erst 8 rausgekommen. Hey. Aber danke für dein Vertrauen, Ali. Tschau mal. Aber du hast mein Vertrauen gebumst, Bruder. Du hast mein Vertrauen gebumst, Bruder. Ich vertraue nie wieder jemandem wegen dir. Also ich muss sagen, ihr wart echt gut. Ihr habt es echt erkannt. Ich war mal bei der Bundeswehr. Die Hälfte habe ich aber schon vergessen, verdrängt. Ein paar Daten oder so kann ich vielleicht vertauscht haben. Aber ich war mal bei der Bundeswehr. Was machst du jetzt? Kein Polizist, Kommunikationsdesigner. Also eine Umschulung über den BFD. Kann man so sagen, ja genau. Geht in die richtige Richtung. Digga, ich wusste, sie ist das Buch von Anfang an.
Also ja, ist glaube ich klar, dass ich kein Soldat bin. Auf 450 Euro Basis würde ich auch niemals irgendeine Ausbildung Wie machen. Wie kommst du auf diese Summe, Bruder? Frag mich nicht, ich bin nicht mal 21, ich bin 19, also. Er hat ja uns komplett angelogen, Bruder. Heißt du wenigstens alles so? Alles gelogen, Bruder. Schön vorher SAZ auswendig gelernt, mir ein paar Infos hier geholt und ja. Ihr wart auf jeden Fall echt gut. Dankeschön, dass ich hier dabei sein durfte. Feiere ich auf jeden Fall sehr. Und er war auch Soldat. Also ich habe alles gelernt in den letzten 2 Tagen. Niemals. Was du? Niemals, er labert. Ich habe für dich gestimmt. Sag sowas nicht. Nein, Spaß. Ich war 3 Jahre bei der Bundeswehr. Ja, Bruder, muss Digga, das wäre echt krass gewesen, Bro. Hätte er in den 2 Tagen das alles gelernt mit dem Panzerkeks alleine. Allein mit diesem Detail. Keks heißt. Ich bin letztes Jahr im März ausgeschieden. Und ja. Was machst du jetzt? Ich arbeite in einer Eisengießerei. Ja, wir machen Motoren und so. Und bei ihm hier? Unser. Also ich war auch tatsächlich bei der Bundeswehr für 7 Monate. Habe meinen freiwilligen Wehrdienst da gemacht. Ja, wollte es aber nicht unbedingt lange machen, weil mir war das ein bisschen zu stumpf. Und jetzt Startup, Unternehmer, Krypto. Das ist ganz witzig, weil ich bin tatsächlich Verkäufer. Und fange mein Studium an. Ich habe nicht gesagt Verkäufer. Das war so klar. Kam schon nah ran an das, was du vermutet hast. Das war so klar. Er könnte alles sagen und man würde es ihm abkaufen. Ja, ich sag dir ehrlich, dass jeder mal irgendwie was mit Soldat zu tun hat, das wussten wir doch irgendwann. Und sie ist die Hauptteilnehmerin. Das war trotzdem krass, Chat. Das war wirklich krass. Ja, genau. Also bei mir entspricht alles der Wahrheit und ich bin die Soldatin. Ja, und ich bedanke mich, dass ich hier auftreten durfte. Ja, ich will auch dazu Frauen motivieren, sage ich mal, auch bei der Bundeswehr teilzunehmen bzw. sich zu bewerben, sich das zutrauen sollen. Es ist wirklich sehr schwer. Man hat quasi auch in der Grundausbildung dasselbe Gewicht wie bei den Männern. Aber wirklich Mädels dranbleiben und einfach durchziehen. Also eine Frau schafft es auch und ist nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch allgemein in Berufen, wo Männer mehr an Anteil haben als Frauen. Stark. Was mit den Füßen? Was hat es damit aus sich? Hast du das jetzt richtig gemacht? Haben die anderen das irgendwie falsch gelernt? Ich oder? Bin da mal jetzt ehrlich mit bei. Und zwar, ich bin, wie gesagt, schon seit Januar 2020 bei der Bundeswehr dabei. Und mich hat jetzt keiner darauf irgendwie hingewiesen, dass ich das falsch gemacht habe oder nicht. Ich muss selber da bei den Vorschriften einmal genauer schauen und würde dann quasi daraus auch lernen, ob es so ist oder nicht. Okay, krass. Heftig. Heftig. Das war jetzt die 3. Folge, wo du falsch lagst. Ich hab, ja? Digga, ich lag richtig, Chat. Ich lag richtig. Ich bin richtig stolz auf mich, dass ich richtig lag direkt. Ohne Spaß jetzt.